Elektromagnetische Verbindungen im Human Design. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Nochmal eins aus der Serie Begriffe begreife aus den Basics von Human Design. Und zwar habe ich beim letzten Video, da habe ich gemerkt, dass alle Beispiele, die ich gebracht habe, auch innerhalb vom eigenen Chart elektromagnetische Verbindungen hatten und haben. Und dachte mir, da mache ich jetzt ein eigenes Video dazu, so ein kurzes für Begriffe begreifen. Das heißt, legen wir gleich mal los. Zur Wiederholung vorweg. Grundsätzlich durch Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt der Geburt und 88 Sonnentage vorher werden Tore definiert. Tore ist gleich Hexagramme vom I Ching. Also es gibt 64 mögliche Tore. Und durch die Planetenkonstellationen werden Tore definiert. Das heißt, du siehst in meinem Chart links und rechts Zahlenkolonnen. Das ist immer das Tor und die entsprechende Linie dazu. Und wenn jetzt zwei gegenüberliegende Tore definiert sind, dann bilden die einen Kanal. Und an jedem Kanal sind zwei Zentren angeschlossen, die durch den definierten Kanal definiert werden. Und dann gibt es eben die Unterscheidung. Zwischen, wir haben bei mir unten jetzt eine zwei unbewusst definierte Zentren. Das heißt, du siehst da zwar beim Tor 42 auch blaue Striche, aber die Verbindung ist komplett unbewusst. Also es gibt sowohl das Tor 53 als das Tor 42 im unbewussten Design meiner Veranlagung. 42 auch mehrmals unbewusst und einmal bewusst. Also auch das Tor 42 ist bei mir ein Tor, das sehr oft eben vorkommt. Das heißt, hier sind beide Tore unbewusst definiert und bilden daher einen unbewussten Kanal und definieren auch die dranhängenden Zentren unbewusst. Und dann gibt es oben zwei blaue Zentren mit einem blauen Kanal. Das heißt, das sind bewusst definierte Zentren und beide Tore sind in der bewussten Persönlichkeit definiert. Diese Verbindung und diese Thematiken waren mir immer schon bewusst. Das Unbewusste eben erst dann durch Human Design ins Bewusstsein konnte ich ins Bewusstsein holen. Und dann gibt es bei mir noch einen dritten Kanal, also 1 und 1 ist 3, so wie es auf der ersten Folie gestanden ist. Es gibt bei mir noch einen dritten Kanal, und zwar jetzt so diese elektromagnetische Verbindung, dieses querliegende. Und hier siehst du, da ist ein Tor ist bewusst und ein Tor ist unbewusst definiert. Das bewirkt, dass der Kanal erst dann wirklich wirkt, wenn wir beide Anteile zulassen und ausleben. Also ich habe diesen Kanal zum Beispiel fast ein halbes Jahrhundert oder mehr als ein halbes Jahrhundert immer wieder unterdrückt. Aber schauen wir uns diese Kanäle nochmal etwas detaillierter an. Das heißt, zu meinem konkreten Beispiel eben im unbewussten Design, die untere Veranlagung, gibt es den Kanal 5342, der heißt eben 64 Keys Entwickler. Oder auch Reifung, Bereitschaft und Energie für Wachstum durch zyklische Weiterentwicklung. Dann gibt es den bewussten Kanal, den ich habe, also in der bewussten Persönlichkeit komplett bewusst, ist der Kanal 731, das ist der Leader oder Führung, Leitung als wirkungsvoller Ausdruck einer strategischen Richtung und Rolle, also jetzt nicht so Herrschaftsanspruch und I'm the King oder I'm the Queen, sondern wirklich wirkungsvoller Ausdruck von irgendetwas, was man wirklich kann, also strategische Richtung und Rolle. Und diese elektromagnetische Verbindung ist bei mir jetzt eben der Kanal 4426, das ist der Vermittler oder auch Übermittler, Einfluss auf die Gemeinschaft durch passende Zusammenarbeit und geschickte Taktik. Diese Kurzbeschreibung sagt auch schon aus, worum es geht, nämlich auf der einen Seite die passende Zusammenarbeit und auf der anderen Seite die geschickte Taktik. Und zwar, wenn wir schon im unbewussten Design haben, wir das Tor 26, was eben Taktik heißt, also wo das Hauptthema die Taktik ist. Und in der Linie 3 ist Einfluss durch Unterstützung aus der Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite, bewusste Persönlichkeit, habe ich das Tor 44 sogar dreimal definiert. Und zwar das Tor 44 ist eben die Zusammenarbeit. Und da gibt es jetzt drei verschiedene Linienqualitäten, das heißt Führung in Aufrichtigkeit und Allparteilichkeit, was in meinem Fall jetzt wichtig ist, weil es in der bewussten Sonne definiert ist.
Dann habe ich in der Linie 2, habe ich in, also in der, die Venus definiert mir die Linie 2, zielbewusste Entwicklung gemeinschaftlicher Strukturen. Und im bewussten Jupiter, im Prosperitätsmodus, ist es in der Linie 5 Organisation, instinktives Erkennen der Muster. Und jetzt gerade bei mir eben diese Zusammenarbeit, dieses war mir eben bewusst, dieser Anteil an diesem Kanal war mir eben bewusst. Nur eben, ich habe diese geschickte Taktik nicht zugelassen und dadurch auch keine Unterstützung aus der Gemeinschaft bekommen. Das heißt, dieser Kanal ist einer, der im Milzzentrum, in der körpereigenen Intuition anspringt und sich dann in der Willensstärke im Egozentrum manifestieren will oder eben da weitergehen will und sich dort dann auch ausdrücken will. Weil ich habe jetzt keine Verbindung zur Kehle und immer wenn irgend sowas hochgekommen ist, so ein spontaner Impuls, etwas zu sagen, etwas zu tun, habe ich es dann unterdrückt, weil ich durch mein offenes Harmoniezentrum eben auch, also mein offenes Emotionalzentrum auch harmoniesüchtig bin und von daher eben niemanden verletzen wollte. Was ich aber ein halbes Jahrhundert nicht gemerkt habe, ist, dass ich dadurch mich selbst immer und immer wieder verletzt habe. Also nur so jetzt wirklich anhand von meinem konkreten Beispiel. Ich habe jetzt auch noch alle anderen Beispiele aus dem vorigen Video hergenommen und habe dir es aufgeschlüsselt. Und zwar das Beispiel vom unbewussten Reflektor. Wir hatten das unbewusste Design, wir hatten die bewusste Persönlichkeit mit drei Zentren definiert. Und in der Veranlagung kommt dann oben noch so ein elektromagnetischer Kanal dazu. Das heißt, wir haben hier jetzt im unbewussten Design, das dort 13 definiert, das ist die Achtsamkeit und zwar in der Linie 5 der Erlöser, die Gabe, Hindernisse durch Zuhören zu überwinden. Das heißt, das ist auch der, der zuhören kann oder die, die zuhören kann und die auch zuhört. Und auf der anderen Seite, in der bewussten Persönlichkeit, haben wir das Tor 33, die Umsicht. In der Linie 3, im Rückzug den Spirit bewahren und auch in der Linie 4, Würde. Also im Rückzug nicht nur den Spirit bewahren oder Rückzug, sondern auch Rückzug in Würde zur Regeneration. Also es geht um Rückzug. Es geht um Rückzug, um sich wieder aufzuladen. Und die Kombination dieser beiden ist eben der Kanal 1333, der Bewahrer, Auswertung, Ausdruck und Weitergabe der achtsam und umsichtig gesammelten Erfahrungen. Das ist so typisch für, auf der einen Seite wäre es zum Beispiel ein Bibliothekar, der eben da jetzt das Wissen bewahrt und das eben auch auswertet und auch kategorisiert und nun. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel auch ein Controller oder so. Also der wirklich die Auswertungen macht, der die Statistiken erstellt und. Das heißt, auf der einen Seite die Achtsamkeit und das Zuhören und auf der anderen Seite die Umsicht, sich auch zurückzuziehen und auch zu reflektieren und zu regenerieren. Dann haben wir das zweite Beispiel mit unbewussten Reflektor, wobei ich darauf jetzt nicht mehr eingehen möchte. Das hast du im letzten Video ausführlich. Das heißt, hier hatten wir im unbewussten Design wieder kein Zentrum definiert. In der bewussten Persönlichkeit hatten wir drei Zentren definiert. Und in der Kombination kommen zwei elektromagnetische Kanäle dazu. Das heißt, oben hängt sich einer an und unten hängt sich einer an. Und zwar ist hier jetzt wieder das Tor 31, die Wirkung. In der Linie 2 ist es die Arroganz, das heißt Wirken, ein Wirken, das nicht auf Zustimmung warten kann. Also das einfach über andere auch drüber weggehen. Und auf der anderen Seite ist eben das Tor 7, die Strategie. In der Linie 4, was der Thronverzicht ist, die Weisheit zum Wohl des Ganzen zurückzutreten. Und ich hatte letztens ein Reading, wo eben das ausführlicher Thema war. Dieser Rückzug heißt jetzt nicht, dass ich immer das Mauerblümchen spiele und mich irgendwo vergrabe, sondern zum Wohle des Ganzen zurückzutreten. Das heißt, wenn wir merken, dass es dem Wohle der Allgemeinheit oder des Ganzen, dem Projekt, der Aufgabe, die wir gerade haben, dass es dem schaden würde, wenn wir auf unserer Führungsperson, auf unserer Führungsposition bestehen würden, dann sind
Menschen mit Tor 7 in der Linie 4 auch bereit, zurückzutreten, um jemand, der eben jetzt das zu einem besseren Ergebnis bringen kann, den Vortritt zu lassen. Im Zusammenspiel der beiden geht es um Kanal 731 der Leader oder eben Führung, Leitung als wirkungsvoller Ausdruck einer strategischen Richtung und Rolle. Und unten gibt es dann das Tor 3 im unbewussten Design, das ist die Veränderung in der Linie 2, das ist Unterordnung, Akzeptieren von Führung für individuelle Mutation. Und auf der bewussten Seite ist es das Tor 60, der Realismus, Entschlossenheit, die Gelegenheiten nützen als Definition der Linie 2. Und in Kombination eben der Innovator, die Innovation durch gelungene Synthese des Bestehenden mit neuen Impulsen. Das heißt, du siehst immer, es ist immer eine Kombination aus diesen beiden Toren, daraus entsteht dann auch wieder etwas Neues. Und eben bei diesen elektromagnetischen Verbindungen ist diese Anziehungskraft zwischen den beiden Toren größer, als wenn es nur bewusst oder nur unbewusst definiert ist. Dann haben wir noch ein Beispiel unbewusster Projektorsplit. Das heißt, wir hatten hier im unbewussten Design einen Projektorsplit und in der bewussten Persönlichkeit haben wir dann auch den Generator an sich. Und in der Kombination entsteht dann noch ein zusätzlicher elektromagnetischer Kanal. Und zwar im unbewussten Design haben wir das Tor 59, die Intimität, definiert in der Linie 3. Das heißt, da besteht die grundsätzliche Offenheit, intim zu werden in jeglicher Hinsicht. Also nicht nur in sexueller Hinsicht, sondern eben auch zum Beispiel im Coaching, in der Therapie ganz tief zu gehen. Wirklich intime Geheimnisse des Gegenübers zu erfahren, ohne dass man es jetzt bewusst provoziert oder so irgendwie, sondern andere Menschen teilen jemanden, der jetzt eben Tor 59 definiert hat, speziell jetzt auch in der Linie 3, teilen denen etwas mit, was sie vielleicht noch nie jemandem gesagt haben. Auf der anderen Seite ist es das Tor 6, die Besonnenheit in der Linie 6, Frieden stiften, das heißt mit Sensibilität und Vernunft den Konflikt beilegen. Und der Kanal, der sich dann bildet, ist der Kanal 59.6, der Verbinder oder auch Fruchtbarkeit, Begegnung und selektive Öffnung mit dem Potenzial für fruchtbare Prozesse. Wobei diese fruchtbaren Prozesse jetzt auch nicht auf Sex und Fortpflanzung und Kinder beschränkt ist, sondern es können auch Projekte sein. Also vom Geschäftlichen her, geschäftliche Babys. Also wenn zwei Menschen zusammenkommen, die diesen Kanal sich gegenseitig definieren, dann kann da sehr viel in Bewegung geraten. Aber auch wenn man es in sich selbst ein Tor bewusst und eins unbewusst hat. Das heißt, es geht ja auch genau gegen gleich bei manchen Menschen. Also hier jetzt eher so diese Besonnenheit, Frieden zu stiften als bewusster Anteil, aber unbewusst eben der Wunsch und die grundsätzliche Offenheit, intim zu werden. Also das kann dann sein, dass das eben immer unterschwellig mitschwingt und dass bei anderen Menschen eben genau der unbewusste Anteil stärker hervortritt oder stärker sichtbar ist oder mehr wirkt als eben der, der diesem Menschen, dem dieses Chart gehört, bewusst ist. Dann gibt es noch bewusster und unbewusster Projektorsplit, das heißt, dass auch das Beispiel hatten wir im letzten Video. Wir haben eine unbewusste Definition, eine bewusste Definition, beide hängen nicht mit dem Sakralzentrum zusammen, aber in der Kombination dann als komplette Veranlagung haben wir dann auch das Generatorzentrum definiert, das Sakralzentrum definiert. Und hier entstehen in Summe drei Kanäle. Und zwar hast du oben einen Kanal und unten vom Emotionalzentrum, also vom Generator zum Emotionalzentrum einen und vom Wurzelzentrum zum Emotionalzentrum einen. Also du hast oben einen Kanal und unten zwei elektromagnetische, was sind wieder mehr Anziehungskraft in sich beherbergt, als es jetzt ein nur bewusster oder nur unbewusst definierter Kanal ist. Und du siehst auch,
im unbewussten Design hast du eben diese Verbindung 5710 und im Gesamtchart ist da zwar ein Teil blau eingezeichnet, aber dieser blaue Teil ist nur ein bewusstes Tor. Das heißt, das wirkt sich jetzt nicht so aus, als wenn jetzt nur diese bewusste Verbindung wäre, weil vorher schon die unbewusste Verbindung, die komplette unbewusste Verbindung da war. Da schauen wir uns wieder die einzelnen Tore und den Kanal an. Also oben eben Tor 63 Verifizierung, in der Linie 2 Strukturierung durch systematische Verifizierung. Also da geht es um logisch, da geht es um linkes, um linke Gehirnhälfte, um alles zu hinterfragen und zu schauen, ob das wirklich stimmt. Und vom Tor 4 her die Thesenbildung, die gibt es jetzt wieder doppelt, und zwar in der Linie 5 Formeln durch Verführung nutzbar machen und Linie 2 Vergebung, Toleranz durch Erkennen, dass nicht alle verstehen. Das heißt, hier werden eigene Thesen gebildet, die auch nicht immer stimmen müssen. Das heißt, es wird auf der einen Seite wird eben verifiziert, ob etwas für diese Person stimmt oder eben stimmig ist. Und auf der anderen Seite werden eben eigene Thesen gebildet und auch so nach dem Motto, ja, es muss ja keiner verstehen. Also Toleranz zu erkennen, dass nicht alle verstehen. Es muss auch niemandem bewiesen werden, dass jetzt diese Thesen stimmen. Diese gebildeten und in sich selbst verifizierten Thesen, dass die wirklich auch stimmen. Und der Kanal ist eben auch der Verifizierer. Das Verifizieren gebildet auch Hypothesen, um der Wahrheit näher zu kommen. Und dann haben wir unten eben wieder dieses Tor 6 in der Linie 4 diesmal. Das nennt sich Siegesfreude in Güte, natürliche und dominante Kraft entfalten. Und auf der anderen Seite ist die Intimität. Die Linie 3, die grundsätzliche Offenheit, intim zu werden, hatten wir ja jetzt auch gerade vorher. Und er gibt wieder den Kanal des Verbinders oder diesen Fruchtbarkeitskanal. Und der dritte Kanal, der hier entsteht, ist eben jetzt das, auf dem unbewussten Design das Tor 55, die Fülle. Auch in der Linie 3 in Unschuld Fehlschläge verkraften. Und auf der anderen Seite das Tor 39 Befreiung. In der Linie 5 Zielorientierung. Fähig, Hindernisse zu umgehen, statt zu überwinden. Die zusammen ergeben dann wieder den Kanal 3955, den Inspirator, wo eine Dynamik dahinter ist. Das heißt Nutzung von Hemmnissen als Gelegenheit für die Freisetzung emotionaler Fülle. Also wenn ein Hindernis kommt, werden emotionale Energien freigesetzt, die eben wieder neue Gelegenheiten schaffen und eine eigene Dynamik bewirken. Dann haben wir noch ein Beispiel, und zwar im unbewussten Design gibt es die Verbindung von 10 zu 20, also vom Tor 10 zum Tor 20. Und in der bewussten Persönlichkeit gibt es keine Verbindung, also keine definierten Kanäle und Zentren, aber in der Gesamtveranlagung gibt es wieder mehrere Kanäle und davon drei elektromagnetische, und zwar ganz oben der Kanal 6124. Und unten dann, sage ich dann später, also hier haben wir das Tor 24 Innenschau in der Linie 2 erkennen, Potenzial zur spontanen Begriffsbildung, und in der bewussten Persönlichkeit das Tor 61, die Erforschung in der Linie 5, die Tiefen der inneren Wahrheiten ausloten. Er gibt den Forscher erkennen neue Wege des Denkens, die sich in der Betrachtung plötzlich zeigen. Dann eine Besonderheit, etwas Spezielles, und zwar, wir haben das Tor 10 im unbewussten Design. Die Authentizität in der Linie 1 in Bescheidenheit den eigenen Platz akzeptieren. Auf der anderen Seite, 10 ist das im Selbst, im G-Zentrum, das, was nach links rüber geht. Das ist auch im unbewussten Kanal drinnen, aber hier jetzt, es geht nach links rüber und dann geht es eben runter zum Tor 34 zur Stärke. In der Linie 2 definiert Momentum, Schwung, wenn der Erfolg in Reichweite ist, und in der Linie 6 Vernunft, die Klugheit, Machtentfaltung einzuschränken.
ergibt dann den Überzeuger, Kanal 3410. Da geht es darum, den eigenen Überzeugungen folgen durch authentische Ausrichtung der eigenen Energie. Und die Besonderheit eben ist, es gibt noch einen zweiten Kanal im Hinblick auf Tor, also mit Bezug auf Tor 34, und zwar das Tor 20 Gegenwärtigkeit in der Linie 6 Weisheit, das Verstehen praktisch umzusetzen. Und wieder die Kombination mit 34 ergibt dann eben den Kanal 3420, den Macherkanal, der einen Menschen auf jeden Fall immer zum manifestierenden Generator oder Spezialisten macht. Da geht es um Aktivität, Ausstrahlung und wirkungsvoller Ausdruck der eigenen Lebenskraft. Und eben der 1020 war ja schon im unbewussten Design als unbewusster Kanal definiert. Das heißt, es hängen dann nur die zwei zusätzlichen Kanäle unten dran. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, für einen Daumen hoch, für ein Abo und die Glocke einschalten. Und wir sehen uns demnächst wieder. Herzlichst, deine Christina. Ciao, baba.